Notaufnahme in einem Krankenhaus am Abend des zweiten Weihnachtstages. Na, wie hast du das denn fertiggebracht, fragt der Arzt das neunjährige Mädchen, das eine blutende Wunde an der Hand hat. Die Wunde wird gereinigt, genäht. Ein Routinefall. Na, was denn nun? Das Mädchen schluchzt und schaut seinen Vater an. Ich wollte eine Krippenfigur schnitzen, stößt das Mädchen hervor. Eine Krippenfigur? Fragt der Arzt. Das ist ja toll. Aber besser, du wartest noch ein paar Jahre damit, dann wirst du bestimmt einmal eine große Künstlerin. Für den Arzt ist der Fall bald erledigt, nicht aber für den Vater. Er weiß nämlich plötzlich, was geschehen ist. Seit Generationen ist es in der Familie üblich, dass in jedem Jahr eine neue Figur in die Weihnachtskrippe kommt. Neben Maria und Josef und dem Kind, neben den Hirten und den Weisen treten weitere Figuren dazu. Die Kinder der Familie zum Beispiel, die Erzieherinnen aus der Kindertagesstätte, die Nachbarskinder, Onkel, Tanten, Paten, Lehrerinnen und Lehrer. Die ganze Familie ist gespannt, wer in diesem Jahr die inzwischen recht große Krippe neu bevölkern wird. Als Figurenschnitzer ist der talentierte Vater tätig. Vor Weihnachten hatte er einen Zettel seines 12-jährigen Sohnes gefunden. Darauf stand: Ich wünsche mir, dass du dich selbst schnitzt. Du kannst dein Notebook tragen und dein iPhone in der Hand halten, dann weiß jeder, dass du es bist. Was denkt der Vater? Anfang 40, intelligent, modern, kritisch, ich selbst als Krippenfigur? Könnte das nicht peinlich wirken, wenn Besuch kommt und wenn sie mich in der Reihe derer entdecken, die zur Krippe ziehen? Schließlich hat er dann doch die Figur geschnitzt, sich selbst mit Notebook und iPhone. Am heiligen Abend Gang ins Weihnachtszimmer. Dort liegen die Geschenke. Dahinter die Krippe. Die Kinder suchen die neue Figur. Das ist Papa, jubelt das Mädchen. Er steht aber so abseits, bemerkt der Junge, und will die Figur nahe an Maria und Josef und das Kind in der Krippe heranrücken. Lass, widerspricht der Vater, sie soll so stehen bleiben, am Rand. Dann kommt Besuch. Der bemerkt durchaus die neue Krippenfigur. Der Onkel grinst, packt die Figur und stellt sie ganz vorn hin zwischen Hirten und Könige. Nun stehst du unter den ganz Frommen, sagt die Tante. Alle lachen. Am nächsten Tag fehlt die Figur. Sie hat nicht so richtig hineingepasst, sagt der Vater. Ja, und dann? Dann hatte die Neunjährige Messer und Holz gefunden und sich ans Werk gemacht, mit den beschriebenen Folgen. Für sie musste der Vater an der Krippe stehen, ob ihm das passte oder nicht. Die eigene Familie gehört neben die heilige Familie. Wenn ich unsere Weihnachtskrippen sehe in diesen Tagen, dann denke ich immer an die Geschichte. Im Stall von Bethlehem ist Platz für alle. Und alle gehören dazu.